Was passiert eigentlich, wenn wir zum Beispiel uns weiterbilden wollen und auf YouTube nach 42 Entwicklern suchen, dort Videos anschauen wollen? Nun gut, unser Rechner verbindet sich mal zum lokalen Router und der geht dann zum Internet Service Provider und der geht dann eigentlich ins große, weite Internet. Das Problem jetzt ist, unser Rechner weiß noch gar nicht, wo YouTube eigentlich liegt. Also macht er zum Beispiel eine DNS-Anfrage. DNS-Anfrage geht zu entsprechenden Nameservern, werden wir uns anschauen in einem detaillierten Videos und der liefert uns im Endeffekt die IP-Adresse von YouTube zurück. Wie eine IP-Adresse aufgebaut ist und wozu wir die alles brauchen, schauen wir uns auch mal an. Gut, jetzt wissen wir die IP-Adresse. Jetzt kann sich unser Rechner direkt zu den Servern von YouTube verbinden und YouTube kann etwas vereinfacht das Video zurückliefern und der Browser zeigt das entsprechend an. Nun, sind wir natürlich nicht die Einzigen, die auf YouTube surfen. Ganz so einfach ist nicht. Da gibt es ganze Serverfarmen, da gibt es Load Balancer, da gibt es Firewalls dazwischen, die einfach sicherstellen, dass das auch entsprechend verfügbar ist und schnell geht und keine Hackerangriffe sind. Was wäre, wenn wir eine E-Mail schreiben wollen? Erst der gleiche Weg zum Router, zum ISP, der will ins Internet, aber jetzt weiß unser Rechner wieder nicht, zu welchem Mail-Server soll er eigentlich das E-Mail schicken? Also wieder eine DNS-Anfrage für E-Mails in dem Fall. Und dann weiß er, wo der Mail-Server liegt, wo er das E-Mail hinschickt. Und über SMTP schickt er dann das entsprechende E-Mail zu dem Server. Der macht vielleicht noch eine kleine Spam-Prüfung, SPF-Records etc. und nimmt dann schlussendlich das E-Mail hoffentlich an. Gut, jetzt gibt es noch irgendeinen Empfänger, der dann das E-Mail zu irgendeinem Zeitpunkt vom Server abholt. Der hat wieder ähnliche Szenarien und ähnliche Wege und kann dann schlussendlich das E-Mail abholen. Da sind viele Akteure immer dazwischen und wir wollen natürlich auch nicht, dass jeder x-beliebige das E-Mail irgendwo dazwischen abfangen und mitlesen kann oder verändern. Auch beim normalen Internetsurfen, beim Traffic wollen wir nicht, dass jeder den Benutzernamen, Kennwort, das wir gerade eingegeben haben, mitlesen kann. Also wie sichern wir das ab? Wie funktioniert das? Welche Protokolle sind dazwischen und wie sind die aufgebaut? Das wird Inhalt dieser kleinen Serie sein zum Thema, wie funktioniert eigentlich das Internet. Wenn es interessiert, freut euch drauf.